Ich begrüße euch sehr herzlich, insbesondere neben mir die Schießleitung, den André Kling, die Samira Retzer und an Sebastian Dube. Herzlich willkommen zur Eröffnung unseres Oktoberfest-Landesschießens. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid am ersten Tag um 8 Uhr. Das Herzstück der Wiesen ist unser Oktoberfest-Landesschießen. Das immaterielle Kulturerbe Bayerns verbirgt sich im hinteren Teil des Schützenfestzelts. Über einen speziellen Seiteneingang gelangt man zu den Schießständen, am Zelt rechts vorbei. Die Waffen werden natürlich sicher und ordnungsgemäß verwahrt. Bis zum 5. Oktober um 14 Uhr läuft das größte Freischießen der Welt. Die Ergebnisse können ganz einfach über einen QR-Code abgerufen werden. Die besten werden dann am letzten Wiesensonntag, am 6. Oktober, bei der feierlichen Königsproklamation am Fuße der Bavaria geehrt. Das Oktoberfest Landesschießen findet heuer in einem besonderen Sportjahr statt. Viel hat bereits stattgefunden, die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris, ein großer ISSF-Weltcup auf unserer Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück, große Sportevents in Bayern und aller Welt. Ein herausragendes Sportjahr für uns bayerische Schützen. Doch damit nicht genug, ein weiterer Höhepunkt steht an, unser Oktoberfest-Landesschießen. Neben vielen begeisterten Breitensportlern treten auch bayerische Spitzensportler an, darunter unsere Top-Athleten wie Carina Wimmer, Paul Fröhlich und Andrea Hecken, die heute in ihrer fashion Schießkleidung glänzen. Also es ist auf jeden Fall ganz anders, weil hier viel wackelt und es ist halt ein Zelt, es ist schlicht ein bisschen anders, aber es ist eigentlich jetzt ja wieder ganz nett. Und danach dann ins Spielfeld zu gehen, ist natürlich auch eine gute Motivation. Ein Stockwerk tiefer findet man das beliebte Auflageschießen. Perfekt für unsere erfahrenen Sportschützen. Wir finden Sport, Tradition und Jugend zusammen. Wir schießen alt wie jung, Profi, Hobbyschützen. Und das Zielwasser gibt es natürlich auch nach dem Schießen. Und das direkt aber in unmittelbarer Nähe zum Festzelt. Viel wird geboten. Knapp 40 Scheibengattungen an insgesamt 11 Tagen Landesschießen mit über 80 Schießständen und einer Vielzahl von attraktiven Preisen. Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben alle Hände voll zu tun. Kein Wunder, bei über 3000 Starts. Das Oktoberfest Landesschießen ist ein echter Kraftakt und vereint Sport und Tradition auf ganz eindrucksvolle Weise. Ich hoffe, dass viele von euch kommen. Wir haben eine große Anzahl von Schützen schon am Start. Der Robertica ist bereits heute mit zwei Bussen erschienen. Wir haben heuer das erste Mal die komplette Anlage selber aufgebaut und sind guten Mutes, dass hier alle technischen Einrichtungen auch so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Daher auch mein herzlicher Dank hier an alle Funktionäre, die diese Anlage aufgebaut haben. Wir haben super Techniker, super Hausmeister, super Sportleitung und bin voller Mutes, dass wir hier das rocken werden. Mein Dank gebührt allen, die mit anpacken. Allen voran der Schießleitung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Festwirten Eduard Reinbold und Familie, die jedem Jungschützen auch heuer wieder eine Edelmarke spendiert. Hiermit erkläre ich das Oktoberfest Landesschießen 2024 für eröffnet. Allen Teilnehmern und Schützerinnen und Schützen wünsche ich guten Schuss.